In Clubdesk werden alle Mitgliederdaten zentral an einem Ort verwaltet. Damit sind sie immer auf dem neuesten Stand und alle Berechtigten können jederzeit und von überall her darauf zugreifen. Die Mitgliederverwaltung ruft ihr hier oben links auf. Der Aufbau von allen Modulen ist immer genau gleich. Links findet ihr immer eine Spalte mit Ordnern oder Gruppen. Und rechts davon werden die Mitglieder der gewählten Gruppe angezeigt. Darüber befinden sich einige wenige Knöpfe für Neu, Öffnen, Löschen und so weiter. Super einfach und alles selbsterklärend. Klickt ihr auf eine Gruppe, werden beispielsweise nur erfasste Firmen oder nur die Mitglieder angezeigt. Darunter könnt ihr eigene Gruppen anlegen und so die Struktur eures Vereins 1:1 abbilden. Mannschaften, aber auch Sponsoren oder Vorstände könnt ihr so gruppieren. Wir fügen nun eine neue Untergruppe Junioren E hinzu und verschieben dann alle Junioren mit dem entsprechenden Jahrgang in diese Gruppe. In unserem Beispiel sortieren wir dafür die Mitgliederliste nach dem Jahrgang, selektieren dann die gewünschten Personen und schieben sie per Drag and Drop in die neue Gruppe. Dabei könnt ihr gleich bestimmen, welche Funktion die Personen in dieser Gruppe haben sollen. Natürlich könnt ihr diese Gruppen auch in allen anderen Modulen nutzen, zum Beispiel um allen in einer Gruppe eine Rechnung zu schicken oder sie zu einem Termin einzuladen. Das ist sehr effizient. Das Bearbeiten von Kontaktdaten ist mit Clubdesk kinderleicht. Tippt dazu im Filterfeld den Namen des Kontakts, beispielsweise Mari. Die Liste wird jetzt automatisch nach diesem Suchbegriff gefiltert. Öffnet dann den gesuchten Kontakt, ändert die Adresse und speichert sie. Da die Daten zentral im Internet gespeichert sind, steht die neue Adresse jetzt allen zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr hier beliebige eigene zusätzliche Felder anlegen, zum Beispiel für die Trikotgröße, einen Newsletter oder was auch immer euer Verein benötigt. Um einen neuen Kontakt zu erfassen, wählt ihr Neue Person oder Firma und erfasst dann die Daten. Wenn ihr neu mit Clubdesk anfangt oder viele Kontakte erfassen wollt, dann könnt ihr den Befehl Import wählen. Die clevere Import-Funktion macht dann automatisch einen Vorschlag, welche Spalte zu welchem Feld in Clubdesk passt. Wenn etwas nicht klar ist, könnt ihr manuell ein Feld wählen oder sogar unpassende Werte auf eure Standardbezeichnungen umstellen. Das ist sehr einfach und effizient. Selbstverständlich lassen sich alle Listen auch jederzeit exportieren oder ausdrucken. Ihr erhaltet so mit wenigen Klicks immer topaktuelle Listen für alle Mitglieder, Sponsoren oder Mannschaften. Mit einer Online-Lösung wie Clubdesk könnt ihr genau festlegen, wer auf welche Daten zugreifen kann. Das bestimmt ihr in den Einstellungen unter Rollen. Zum Beispiel, dass Vorstände die Kontakte lesen und bearbeiten dürfen, ein Trainer Daten aber nur lesen darf, und zwar nur die seiner Teams. Ein großer Vorteil von Clubdesk besteht darin, dass ihr in allen anderen Modulen von den hier erfassten Daten profitiert. So könnt ihr im Kalender ganz einfach alle Mitglieder einer Gruppe zu einem Termin einladen, zum Beispiel alle Junioren E zu einem Sondertraining. Und auch eure Webseite zeigt automatisch die neue E-Mail des Vorstands. Durch die Verknüpfung der Module vermeidet ihr ganz viele doppelte Arbeiten und es passieren auch viel weniger Fehler. Natürlich ist Clubdesk mobilfähig und ihr könnt Aufgaben wie Adresskorrekturen oder neue Gruppenzuweisungen auch auf einem Tablet oder sogar auf dem Handy erledigen. Mit Clubdesk habt ihr eure Mitgliederverwaltung einfach im Griff.